15.000 Euro. So viel Geld hat die Stadt Oldenburg für die Unterstützung der Organisation SOS Humanity bereits gespendet. Mit einer besonderen Spendenaktion kann nun noch mehr Geld dazukommen. Denn die Spenden an die Seenotrettungsorganisation werden bis zum 30. September von der Stadt verdoppelt, bis zu einem Deckel von 35.000 Euro. Es wird so sein, dass die Seebrücke versucht, über verschiedene Veranstaltungsformate Menschen zu erreichen, die dann hier in der Stadt Oldenburg tatsächlich spenden. Das hat ja auch damit zu tun, mal über die Lage im Mittelmeer nochmal aufzuklären, nochmal zu beschreiben, was diese Hilfsboote tatsächlich auch machen. Und da werden wir dann bis September mal sehen, ob die Spendenbereitschaft hier in Oldenburg ebenso groß ist wie bei anderen Themen. Das erleben wir hier auch. Doch ist Oldenburg überhaupt noch in der Lage, in Betracht auf zum Beispiel Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine weitere Geflüchtete aufzunehmen? Wir haben 2015, 2016 sehr gute Strukturen hier aufgebaut. Wir haben ein Amt für Zuwanderung und Integration. Damit haben wir eine gute Struktur geschaffen. Aber alleine mit der Aufnahme von Flüchtlingen ist es ja noch nicht getan. Auch die Aufnahme in Kindertagesstätten, Schulen und soziale Eingliederung müssen gelingen. Die Spenden an SOS Humanity setzen allerdings früher als dort an. Denn die NGO rettet mit dem Schiff Humanity 1 Menschenleben. Wir sind eine zivile Seenotrettungsorganisation und unser Einsatzgebiet ist das zentrale Mittelmeer. Das ist eine der gefährlichsten und tödlichsten Fluchtrouten der Welt. Seit 2014 sind über 20.000 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer an der Stelle zu überqueren, ums Leben gekommen. Und gerade in diesem Jahr auch wieder sehr viele Menschen, schon im ersten Quartal über 400 die erleben lassen mussten. Und unsere Mission ist, möglichst vielen Menschen zu helfen, sie aus Seenot zu retten und damit auch ihr Leben. Wo das Geld konkret benötigt wird, dazu weiter Frau Spielmanns. Die Spenden gehen ganz und gar in unser Schiff, damit wir die Rettungseinsätze fortsetzen können. Ein Schiff zu unterhalten ist sehr, sehr teuer. Im Rettungseinsatz kostet uns das 270.000 Euro im Monat. Da sind hohe Kosten mit drin, wie zum Beispiel Diesel, aber es sind auch Kosten enthalten für die Versorgung der Menschen, die wir dann an Bord nehmen. Die bekommen ein erstes Rettungspaket. Ein solches Paket enthält zum Beispiel Kleidung, Rettungsweste und Essen. Wie man privat unterstützen kann? Zum einen natürlich durch Spenden, aber es werden auch freiwillige Helfer zu See und an Land gesucht.